Ich möchte gern diesen Hund freistellen und zwar das Resultat sollte in etwa so aussehen. Also man sieht Bewegungsunschärfe, wehende Haare, hier im Bereich der Schnauze ist es aber ganz scharf. Schließ das mal, wie kann ich das angehen? Wenn ich die einzelnen Kanäle durchschaue, sehe ich zu wenig Kontrast für einen Freisteller. Also da wird einem kaum etwas geschenkt. Ich kopiere das Bild mal, mache ein Duplikat, mache das mal gleich groß und überlege, hier ist eine Trennung zwischen Braun und Grün. Wohlverstanden, ich arbeite jetzt nicht auf dem Bild, sondern auf dem kopierten, also auf dem Duplikat. Ich mache das Bild mal viel bunter. Korrekturen, Farbtonsättigung. Und jetzt sehe ich den Regler der Sättigung hoch bis etwa 70% plus minus. Und jetzt sieht man die Grün-Braun-Trennung. Kommt so sehr schön. Das Bild an und für sich ist zwar nicht mehr brauchbar, aber hier kriege ich eine Auswahl. Versuch's mal, Auswahl Farbbereich. Gehe hier ganz neu. Nehme da noch was dazu. Die Toleranz ist etwa bei 120 und sage jetzt mal OK. Jetzt ist die Umgebung angewählt und nicht das Tier, also das Objekt selber. Kann ich einfach mal umkehren, könnte auch die Auswahl umkehren, kann einfach sagen Bild, Korrekturen, umkehren. Sieht das so aus, wenn ich das Bild wegblende, sehe ich eigentlich schon eine ganz gute Grundlage.